ab. So, hier wird es jetzt definitiv ein bisschen steiler, ein bisschen anspruchsvoller. Also, da geht's hoch. Ja, man hört es vielleicht, also hier pfeift es ganz ordentlich. Und wir schauen mal, dass wir jetzt hier über diesen Grat nach unten gehen. Ja, servus, ich grüße euch zu einer neuen Tour. Und da hinten, da oben irgendwo, ist der Kistenstöckli. Und da soll es heute raufgehen. Und ja, wie anspruchsvoll das ist, wie gut das geht, das seht ihr bei dieser Tour. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann bleibt dran und kommt gerne mit. Ja, was zum heutigen Tourenplan. Also Ziel ist der Kistenstöckli mit ja, über 2700 Metern. Genau schreibe ich euch das unten hin. Und das erste Zwischenziel wäre jetzt erstmal die Bifertenhütte. Oh, angeschrieben mit 2,5 Stunden. Schauen wir mal. Ja, das erste Stück Weg für die so schön gemütlich über die Almwiesen. Alles herrlich zu gehen. Und hier gibt es schon mal einen mega Ausblick. Schaut euch das an. Und wir schauen mal kurz zurück. Da unten ist Briegels. Ja, aus der Richtung sind wir hergekommen. Gewaltig. So, hier haben wir das erste Mal einen Blick auf unser Tagesziel. Einmal da, da soll es raufgehen. Und von da aus sollte man einen herrlichen Blick auf den Limmerensee bekommen. So, nochmal kurz Rückblick. Also es ging da über die Almwiesen nach oben, durch die Kuhherden hindurch. Und hier gibt es schon mal so einen mega Ausblick. Wenn das schon mal einen Daumen wert ist hier, schaut euch das an. Mega. So, das erste Stück ging recht steil nach oben. Jetzt wird es hier ein bisschen flacher vom Weg. Dann können wir schauen. Also da geht es weiter und dann irgendwo im großen Bogen bis einmal darüber. So, da sind wir an der Rubisura auf 2172 und eine Viertelstunde ist es noch bis zur Bifertenhütte. So, da können wir noch mal kurz zurückschauen. Also da die Rubisura, irgendwo da dahinter ist der Ort Briegels. So. Und so geht es hier weiter nach oben. Mega.
So, hier haben wir nochmal einen herrlichen Blick auf den Gipfel. Und irgendwo da, in der Südwestseite, muss es dann nach oben gehen. Sieht von hier ziemlich steil aus. Ja, schauen wir mal, wie es dann vor Ort aussieht. So, da im Hintergrund schon die Hütte zu sehen. Aber das täuscht, das ist noch ein Stück bis dahin. Ja, und da gibt es noch eine Tourinfo. Also wir sind jetzt 1,5 Stunden unterwegs für 4,4 Kilometer und 457 Höhenmeter. Also ein Stück ist es noch. Aber ich denke, wir machen mal eine kurze Trinkpause, weil hier knallt ordentlich die Sonne rein. Ja, kurz noch was zum Anspruch. Also bislang alles Wanderwege, also nie schwieriger als T2. Und ja, der Weg wechselt sich immer mal ab. Gibt ein paar flachere, gibt ein paar steilere Passagen. Ja, und jetzt kommen wir in so ein Gelände, wo es langsam etwas felsiger wird. Aber es sieht mega aus hier. Also ich kann mich noch immer wieder wiederholen. Ja, und da oben die Bifertenhütte in Sicht. Und da geht's jetzt weiter. Bis hier zur Bifertenhütte haben wir jetzt genau 2 Stunden gebraucht. Haben jetzt hier eine kurze Pause gemacht und jetzt geht's da relativ steil nach oben. So, hier wird es jetzt definitiv ein bisschen steiler, ein bisschen anspruchsvoller. Also da geht's hoch. Dann nochmal ein Rückblick zur Bifertenhütte. Und es gibt hier noch einen etwas flacheren Weg, dafür halt länger, geht da hinten rum. Das werden wir wahrscheinlich dann als Abstiegsweg nehmen. Ja, und jetzt geht es hier weiter steil nach oben. So, gibt immer mal ein paar Steinmännchen als Markierung. Aber an sich ist der Weg auch gut zu erkennen hier. Aber es geht, wie gesagt, gut steil nach oben. Und es ist auch recht rutschig, also man muss schon gut aufpassen hier. So, da gibt es hier nochmal einen Rückblick. Also der Weg, wie gesagt, gut anspruchsvoll hier. Also hier muss wirklich jeder Tritt sitzen, weil sonst rutscht man einmal hier komplett nach unten. Also alles so, ja, loses Gestein. Und da geht's weiter. So, da sind wir kurz unterhalb vom Gipfelaufbau. Na, schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Aber das ist schon gut anspruchsvoll hier. So, haben wir mal ein paar Steinmännchen hier hoch. Und überall recht loses Geröll hier drin. Aber mega schöner Weg, gut zum Aufpassen. So, jetzt kommen wir hier so eine
kurze mit Ketten versicherte Passage. Also ab hier wird es dann definitiv anspruchsvoller. Da oben ist ein Steinbock. So, können wir nochmal zurückschauen. Also das ist schon gut anspruchsvoll hier, aber durch die Kette auch gut abgesichert. Von daher geht's. Ja. Und da sind wir auf dem Gipfel geschafft. Also Leute, was ist das für ein Mega-Gipfel hier? Schaut euch das an. Wie eine andere Welt. Schauen wir mal, wie weit man hier vorgehen kann. So, da gibt es an der Stelle schon mal einen Gipfelrundumblick. Ja, ist das gewaltig. So, da können wir nochmal auf die Pferdenhütte schauen. Und auf unseren ganzen Aufstiegsweg, wenn wir da lang. Und dann hier hinten rum nach oben. Ja, mega gewaltig. So, wir gehen nochmal hier nach vorne, weil da gibt es einen herrlichen Blick auf den Limmerensee. Ja, schaut euch das an. Gibt es von jeder Seite einen herrlichen Tiefblick. So, bevor wir absteigen, gucken wir hier noch mal ganz nach vorne. Muss man ein bisschen aufpassen mit den losen Platten hier. Und da gibt es auch nochmal einen gewaltigen Blick. Mega. So, für uns geht es jetzt wieder an Abstieg. Gleicher Weg wie der Aufstiegsweg. Von daher mal schauen, wie viel ich filme. Auf alle Fälle schauen wir uns hier diese seilversicherten Passagen nochmal von oben an. Und da geht es jetzt einmal da nach unten. Thank you.
Also wie gesagt, hier sollte man wirklich sauber treten, weil da geht es gut nach unten. Das Gute ist, dass die schwierigsten Stellen hier wirklich seilversichert sind oder mit Ketten. Aber hier vorne wird es dann schon ein bisschen ausgesetzter. So, hier wird es wieder ein bisschen anspruchsvoller. Also am besten rückwärts. Und dann sind wir auch gleich aus den seilversicherten Passagen raus. So. Also es gibt überall sehr, sehr gute Tritte. Allerdings muss man halt aufpassen, weil überall dieses lose Zeug drauf liegt. Mit einem großen Schritt geht das gut. Und da haben wir es schon fast. So, unsere Stöcke sind auch noch da. Die hat man hier zwischengelagert. Ja, es bleibt trotzdem jetzt noch anspruchsvoll bis darunter. Man hört es vielleicht, also hier pfeift es ganz ordentlich und wir schauen mal, dass wir jetzt hier über diesen Grat nach unten gehen. So, das ist jetzt hier der weniger steile Weg, aber pfeift es hier ordentlich. So, also das hier als Abstiegsweg auf alle Fälle zu empfehlen, weil das nicht ganz so steil geht, ist nicht ganz so rutschig. Und hier vorne kommt jetzt dieser breitere Pfad und da hinten sind wir wieder an der Hütte. So, da gibt es nochmal einen Rückblick auf den Gipfel. Übrigens bis da hoch haben wir 3 Stunden genau gebraucht und da vorne haben wir schon wieder die Bifertenhütte. So, einfach weil es so schön ist, nochmal das Panorama und ein Rückblick auf den Kistenstöckli. Ja, mega. Sieht von hier wirklich unbezwingbar aus. So, wir sind wieder zurück und da gibt es noch ein kurzes Fazit zur Tour. Also der Weg bis zur Bifertenhütte, habt ihr gesehen, ein mega schöner Wanderweg mit herrlichen Ausblicken und bis dahin auch wirklich unschwierig zu gehen, bis dahin wirklich eine gute Bergwanderung. Der Aufstieg dann auf den Gipfel vom Kistenstöckli, also ab dort wird es dann definitiv anspruchsvoller, also gerade in diesem unteren Teil, wo jetzt dieser Schutt überall drin liegt, also da muss man schon erstmal ordentlich aufpassen. Das letzte Stück, habt ihr gesehen, ist dann war mit Ketten versichert, aber selbst da muss man auch noch gut aufpassen, also da liegt auch überall so loses Geröll auf diesen Platten. Also von daher ab dort definitiv eine anspruchsvolle Tour, wo man definitiv Trittsicherheit braucht.
wo man Schwindelfreiheit braucht, wo man für meine Begriffe auf alle Fälle auch ein bisschen Klettererfahrung braucht oder alpine Erfahrung braucht. Ja, ansonsten war es eine Megatour mit mega Ausblick oben vom Gipfel, also absolut zu empfehlen. Und ja, wer bis hierhin durchgehalten hat, darf natürlich gerne einen Daumen da lassen, wem es gefallen hat. Und natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch einen Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich an der Stelle wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.